Eine weitere Entlastung ist der Wechsel in Steuerklasse 2, die direkt für Alleinerziehende ist. Wichtig zu wissen ist, dass sie in Steuerklasse 2 nicht automatisch eingestuft werden. Sie müssen den Wechsel in diese also beantragen. Das Formular dafür erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. Der Steuervorteil nennt sich offiziell Alleinerziehenden-Entlastungsbetrag und senkt somit Ihre Steuerlast. Kurzum, ein Betrag, der Alleinerziehende finanziell entlasten soll. Für das erste Kind erhalten Alleinerziehende im Jahr einen Entlastungsbetrag von 1.908 Euro. Der Betrag erhöht sich für jedes weitere Kind um jeweils 240 Euro. Wenn der andere Elternteil für das Kind keinen Unterhalt zahlt, gibt es als weitere Möglichkeit den Unterhaltsvorschuss. Diesen können Sie beim Jugendamt beantragen. Weitere finanzielle Hilfen, die Sie hier auch gehört haben sollten, sind Wohngeld, Kinderzuschlag, Trennungsunterhalt, Geschiedenenunterhalt und Kinderzuschlag. Welches dieser Gelder Ihnen im Speziellen zusteht, erfahren Sie bei den eben bereits erwähnten Beratungsstellen. Denn für all diese Leistungen gibt es bestimmte Voraussetzungen. Des Weiteren gibt es neben der finanziellen Entlastung natürlich auch personelle Hilfen. Zum einen gibt es verschiedenste Vereine, die Ihnen mit Hilfe zur Seite stehen. Zum anderen gibt es staatliche Beratungshilfe. Falls Sie einen Anwalt brauchen und sich ihn nicht leisten können, hierzu können Sie bei einem Rechtspfleger oder beim Amtsgericht fragen. Weitere personelle Hilfen sind Haushaltshilfe, Leihomas und ehrenamtliche Kinderbetreuung. Nicht zu vergessen sind hier aber auch Freunde, Familie und Nachbarn.